Herzlich willkommen zurück zu Half-Life 1 Normal Edition ohne Source und so weiter. Für mich ist jetzt echt schon ordentlich was her, dass ich es gespielt habe. Also fragt mich nicht, wie lang, aber ist ein Wöchlein oder zwei ist es her. Wow, halten die viele... Wow, die halten viele, viele fucking Schüsse aus. Boah, die halten echt viel aus. Die halten verkackt viel aus, das habe ich voll vergessen. Wow. Shit. Wow, und sie treffen gut. Aber ich habe doch auf normal gestellt gehabt, oder? Ich bin sehr, sehr sicher, dass ich auf normal gestellt hatte. Also... wow. Das ist ein Einstieg, mit dem ich gerade nicht gerechnet habe. Wie gesagt, ist ein bisschen her, dass ich Half-Life wieder gespielt habe. Bisschen sehr lang. Mein Gott, ich wusste, dass ich zuletzt in einen Fahrstuhl gestiegen bin. Aber was geht hier ab? Fuck, dude. Ja, ich bin tot. Warum auch nicht? Hä? Okay, jetzt gleich erstmal checken, wo ich lang muss. Hier. Offensichtlich. Ich soll sehr offensichtlich nicht kämpfen. Puh. Da bin ich tot. Schönes Geräusch mal wieder. Boah. Ja, so wollte ich das Video echt nicht starten eigentlich. Das Video wollte ich eigentlich so ein bisschen... Boah, Gott. Scheiße. Boah. Wow. Was war das denn für ein Jumpscare, Alter? Ist gut, ich verpiss mich ja schon wieder. Was soll ich sagen? Ich wollte das Video eigentlich wesentlich ruhiger starten, ja? Schön ein bisschen erzählen, was so Sache war und so weiter. Ein bisschen Mehrwert beisteuern zum... Also er beschwert sich gerade, dass keiner der Wissenschaftler sich gewehrt hat. Kurz mal ein Schlückchen nehmen. Ich bin ein bisschen durchstick. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen Mehrwert zum Let's Play bringen. Was weiß ich nicht alles. Funktioniert einwandfrei. Wie man sieht, ich lasse die Dudes da jetzt einfach Dudes sein und ist mir egal. Ist das scheiß Auto eben eigentlich weg? Ich hoffe es doch. Ich habe mich mal darum gekümmert. Ich fange jetzt einfach an zu reden. Ja, ist scheißegal. Es hat zwar schon alles übelst angefangen und bla. Ich habe mich darum gekümmert, dass Half-Life 2 dann mit der Cinematic Mod startet. Ja. Ein paar von euch wird das wahrscheinlich was sagen. Sehr wahrscheinlich. Oh, hier sind wir. Sehr cool. Wir sind wieder
Hier unten. Also, ob man das cool findet oder nicht, ist einem selbst überlassen, aber... Ekelhaft, warum macht ihr das? Ich habe keinen Plan, wo lang. Aber das ist ja recht normal, ne? Ich weiß nicht mehr, was die Taste fürs Schnellspeichern war. Deswegen gucke ich das mal ganz kurz nach. Es war ein bisschen... Quick Save, F6. Gut. Say shit it. Was soll das sein? Ach, das ist der Raum. Ich frag mich ja, wenn ich die nicht ausgelöst hätte. Alter Junge, hör auf. Da komme ich nicht lang, wa? Ich komm lang! Hitbox. Auf Doom. Wenn ich die nicht ausgelöst hätte, da unten in der Facility, ob die mich angegriffen hätten jetzt. Ich bin für nein. Denn das Spiel ist bisher ziemlich genial, was sowas angeht. Oh, das sieht vertrauenserweckend aus. Well, so much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Judging from your hazard suit, I'd say you were part of what they were doing, right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere out there beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test lab, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever's left of the Lambda team. You can trust them. You can trust them. Okay, cool. Na denn, wünsch mir Glück. Plötzlich ist es leise. Geil. So, jetzt kann man ja endlich mal ein bisschen reden. Ja, never mind. Das hat geklappt. Gut, okay, das, diese Waffe ist extrem effektiv gegen Headcrabs. Ich habe schon mit einer gerechnet, ehrlich gesagt. Scheiß Aimbot. Ich will kein Aimbot. Hör auf mit Aim Assist. Keiner braucht Aim Assist auf dem PC. Ehrlich mal. Valve, was soll das? Ich hoffe, das ist in... bei der Source Engine... Bei der Source-Version nicht mehr so. Ich habe sogar damit gerechnet und ihr erschreckt mich trotzdem. Ich bin eine Schande, was sowas angeht. Ich bin echt übel schreckhaft. Ja? Nein, ich gehe da noch nicht lang. Ich wollte erstmal gucken, was in dem Raum drin ist. Bin aus Versehen runtergefallen. Granate, eine Crowbar, falls ich noch keine hätte. Ich habe Explosive! Tschüss. Ja. Ich bin übelst schreckhaft. Das ist, das habe ich, glaube ich, oft genug während Dead Space 1 und 2 gesagt. Ich glaube, das hat man in Dead Space 1 auch noch ganz gut gemerkt. 2 war irgendwie dann doch ein bisschen zu stumpf. Ah. Ich glaube, den Part kenne ich. Also, auch, wie gesagt, niemals selbst gespielt. Ich kenn's nur. Go Ninja, go Ninja, go! Lol. Ja, ab, hier, komm! Fuck him! Lol! Erstmal, das war ein Fehler. Ich glaube, das brauche ich sogar. Brauche ich das nicht, um darüber zu fliegen? Ach, scheiß drauf. Machen wir es auf die andere Art. Ganz ruhig. Jeder kriegt sein Fett weg. Auch eklige Lizard-Viecher.
Ich komme irgendwie nicht dazu, dass ich kann da nicht lang. Ich kann da nicht lang. Oh Gott. Kann ich da ernsthaft nicht lang? Ist da jetzt eine Alpha-Wand oder was? Ich kann da lang. Cool. Okay, man braucht das Ding nicht. Das ist schön. Ich komme echt nicht dazu, weiter zu erzählen, ne? Das ist schrecklich. Ja, die Cinematic Mode. Wow. Es fühlt sich wie auf Eis an. Die Cinematic Mode ist auf Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1 und 2 auch installiert. Funktioniert, ich habe es getestet. Läuft flüssig, alles wunderbar. Junge, spuckt dem Hirn. Ist er doch getropft? Boah. Habe ich erwähnt, dass es sich manchmal anfühlt, als würde man auf Eis laufen? Wenn nicht, jetzt habe ich es erwähnt. Das ist leider Gottes echt so. Manchmal fühlt sich... Da wunderst du dich, dass du so eine Tentakelfresse bist. Vital Signs are dropping. Ey, ich geb dir gleich Vital Signs are dropping. Komm ich denn da rüber? Okay. Kleine Idee. Leertaste wurde gedrückt, doch nicht erkannt. Schon wieder. Komm, schauen wir. Fuck this. Geht doch. Also, sobald man aufhört, nach vorne zu drücken, hört er einfach auf, sich zu bewegen. So funktioniert Physik. Vertraut mir, ich bin Gordon. Ach du Scheiße. Aber wie lange ist die Frage? Irgendwas spuckt auf mich. Die da spucken. Die sind mir egal. Tschüss. Ihr widerlichen Mistviecher. Cinematic Mode. Haben wir abgehakt. Sehr schön, das wollte ich erzählen. Ich bewege meine Maus gerade ein bisschen hektisch. Das ist mir klar. But fuck it. We're doing it live. Nein. Tun wir nicht. Das sind wir jetzt auf Twitch, nicht auf YouTube. Hässliches Mistvieh, Cthulhu-Fresse. Da schieße ich lieber nicht dran. Mal ein bisschen die Pistole nutzen. Ein bisschen Munition sparen. Wow. Hör auf. Mach hier keinen auf Soundwave, Alter. Spring einfach runter, Mizzet. Eset dem Eset. No. Leichtester Sprung in meinem Leben. Hat auch überhaupt keinen Schiss vor diesem Sprung. Tschüss. Ich weiß, wo ich bin. Ich kenne das. Das kenne ich von früher tatsächlich noch. Kurze Erklärung. Ich kenne diese Stelle. Ich habe die schon mal selbst gesehen. Ich habe sie nicht selbst gespielt. Ich habe sie nur gesehen. Bei einem Freund damals. Die hat mir übelst Angst gemacht als Kind. Normal. Das ist eklig. Ja, das Vieh hat mir übelste Kanne Angst gemacht. Ih, der kleine Penis ist mir ja nie aufgefallen. Mhm. Boah, hat mich das fertig gemacht, dieses Spiel. Testfire.
Okay. Also ich muss Energie, Oxygen und Fuel. Müssen alle laufen. Der hätte mich wahrscheinlich sehr schnell sehr hoch gebracht. Aber da oben ist, glaube ich, nichts. Hi. This thing hears us. Finde ich jetzt nicht so gut, ne? Okay, entschuldigt bitte, dass ich gerade ein bisschen sehr leise war. Aber Denkprozesse sind manchmal nicht so meine Stärke. Hat man vielleicht schon hin und wieder mal mitbekommen. Das erinnert mich hier gerade übelst an einen Part aus Jedi Knight. Könnten sich da eventuell das ein oder andere abgeguckt haben. So, das dürften Fuel und Oxygen sein. Das ist schon mal beruhigend. Oder ist die Power automatisch voll, sobald ich die beiden durch habe? Du denkst, du kannst mich erschrecken, ja? Hätte auch fast geklappt. Fuel Room. Finde ich nicht gut. Finde ich echt nicht gut, ne? Halt die Fresse. Du dumme Sau. Okay, so kriege ich das nicht auf. Das kriege ich so auch nicht auf. Schnauze. Kann ich irgendwie hoch zur Ventilation. Sag mal, geht's dir noch gut? Nicht mehr ganz frisch, wa? Okay, da komme ich momentan noch nicht hin. Muss ich jetzt noch eine Stufe runter oder was? Wie viele habe ich noch? 6. Plötzlich ist der Sound wieder da. Entschuldigung, ich habe gerade keine Hand an der Maus. Kann ich hier einfach runter? Das ist bestimmt übel weh. What? Okay. Das hat mich gerade one-hitted. Halt die Fresse. Oh! Da hat es mich erwischt. Die brauchen teilweise echt nicht lang. Ich
Willst du mich verarschen? Was war das denn, Gordon? Was war... Was? Okay, ich verstehe die Granatenphysik hier noch nicht so ganz. Tut mir leid. Das war der bisher beste Versuch. Machen wir nochmal. Was zur Hölle? Ja, tschüss. Nee. Sehe ich nicht. Laden wir nochmal neu. Ich habe eine Idee. Also, kann ja nicht angehen, ne? Ich habe jetzt weniger Leben verloren als gerade eben. Nein, eigentlich genauso. Ist das deine Wahrheit? Du Müll, du. Warum habe ich plötzlich so wenig Munition? Das finde ich jetzt nicht so lustig. Was? Was hat mich geprägt? Was hat mich Ich würde auch echt gern wissen, wo meine Munition hin ist, ne? Also, hier gehen Sachen ab, die sind falsch. Das ist einfach... Das ist wrong. Immerhin habe ich Auto-Aim. Das ist so lächerlich. Cool. Mit funktionierenden. Das ist ja cool. Also für 98er Verhältnisse. Das wird mich doch wohl nachher noch umbringen, oder? Hab ich irgendwas. Ganz ehrlich, hat mir zwischen den Leveln jemand Muni geklaut? Ich hätte doch irgendwie 250. Wann habe ich die verballert? Da habe ich noch. Hier habe ich noch dicke. Oh. Oh no. Oh no. Fällt mir so überhaupt nicht, ne? Achso. Sehr unscheinbarer Knopf. Das ist... Oh, fuck, no. Knapp. Gekonnt, nennt man das auch, unter Profis. Hier lebt was. Es geht. Ja. Ja, das sehe ich genauso. Au. Okay, Shotguns sind useless as fuck. Die Schnauze da drin. Da! das hatte ich doch mal ganz am Anfang des Projekts hier angesprochen, dass ich auf die fucking Valve-Leitern nicht klarkomme. Niemals. Also ich wahrscheinlich... Das ändert sich nicht. Das wird sich nicht ändern. Nie im Leben. Es geht, Junge. Keine Sorge, das hatte ich nicht vor. Ich hatte vor, Buttons zu drücken
und ich werde sterben, oder? Ich sterbe jetzt, oder? Komme ich hier noch weg? Ich komme hier nicht mehr weg, oder? Dude, worauf sitzen wir hier? Sterbe ich jetzt? Werde ich nie wieder gehen können? Ich hab nicht den leisesten auch einer Ahnung, was ich machen soll. Warum? Wo und was und wann und weshalb überhaupt? Ich weiß nicht, was das ist. Ich will es gern wissen. Okay, die Leitung geht dahin, wo ich herkam. Muss ich hier noch irgendwie wieder wegkommen, um zu sterben? Was echt nicht leicht ist, denn irgendwie will alles in diesem verkackten Spiel dich umbringen. Sogar die Schwerkraft. Jetzt. Immerhin ist da hinten eine Medistation, ja. Das ist schon mal gut. Sonst ich gleich wieder fast drauf gehen werde. Also man macht's richtig. Ich kann's dir sagen. Ihr Idioten. We'll have the engine up again in no time. Denk mal drüber nach. Ja, der Typ ist Wissenschaftler. Also wahrscheinlich ein bisschen schlau. Hier kommt ein Typ lang geslidet, ja? Also bam, hier bin ich, bam, ich habe eine Waffe, ich bin cool, ich habe einen Hazard-Suit. Vorher war alles hier kaputt. Du slidest hier schön weiter, Swarf ist dein Weg dahin, wo die Scheiß-Power herkommen soll. Kommst wieder und da sagt, ach, irgendjemand hat das aber gemacht. Kriegst hier ein Credit für nichts. Ja. I'm gonna fucking die. Habe ich doch gesagt. Meine Fresse. Du kriegst echt für jeden Scheiß Schaden, ne? Das ist krass. Stell dir mal vor, du hast nicht genug Leben, um hier runter zu springen. Was machst du dann? Du stirbst. Fertig. Das machst du dann. Das ist Bullshit. Ich mach das doch 100%. Ich hab das 100% falsch gemacht. Genau. Ja, was machst du jetzt? Kann ich da? Ja, was mache ich jetzt? Ah, leck mich fett, wenn ich da jetzt lang konnte. Am Arsch, ne, kann ich nicht. Mach ich jetzt. Ich komme da nicht rüber. Also, ich muss da echt nur einmal rein dippen. Lächerlich! Das kann doch nicht... Nein, ich weigere mich zu glauben, dass das der vorgesehene Arbeitsweg ist, ja? Glaube ich einmal nicht. Weil ich jetzt absolut kein Leben mehr habe. Go fucking down. Ach, ne. Hör mir auf, Junge. So, kurz warten, bis die hier weg sind. Schluck trinke. Hier noch 100 pro Blauwal. Paarungsgesänge dafür genommen. Ich
wäre euch sehr verbunden, wenn ihr euch einfach wieder verpissen könntet. Wie schnell seid ihr wieder unten? Okay! Nehme ich! Bestimmt! Ich... Sind das Kontaktgranaten oder was? Oh Gott! Nehmen wir mal laden, bitte. Oh! Ja, schön. Was für ein Timing du hast. Pff, weg! Er lässt sie fallen. Gut zu wissen. Haben wir das jetzt auch einmal durchprobiert. Aber nur zum Testen, ob das da hinrennen und dort Geräusche machen. Das bringt etwas. Ja, okay. Man darf ja wohl noch Träume haben, oder? So. Könntest du damit bitte aufhören? Deswegen solltest du aufhören. Genau deswegen. Ja? Diese scheiß Neugierde bringt mich noch um. Ich weigere mich immer noch zu glauben, dass das der vorgesehene Weg war. Lass mich! Ah! Fast! Komm! Ich weiß nicht, woran diese Granate gerade explodiert ist. An purem Bullshit! LOL? I suppose? Oh, das war doch auf der zweiten Ebene. Meine Fräse. Ich weiß nicht, woran die explodiert. Sorry. Ich kapier's nicht. Explodiert die an mir? Ich kapier's nicht. Ich kapier diese scheiß Drecksgranate nicht. Muss ich mir jetzt ein YouTube-Tutorial angucken, wie ich diese dummen Granaten werfe oder was?
Oh, Gott sei Dank. Jesus. Boah. So. Jetzt irgendwie über... Das Spiel wird mir den letzten Nerv rauben, ne? Ich schwör's euch. Macht mich fertig, das Game. Kann ich jetzt rein? Warum denn nicht? Was? Mann, die Power ist doch jetzt schon wieder da. Ich bin ein bisschen mad, ne? Wie gerade echt nicht schön. Was hier so passiert, ne? Es ist... Vieles. Sehr vieles ist das. Aber nicht schön. Halt die Fresse. Von da komme ich. Ganz unten war ich schon. Meiner Meinung nach habe ich dort auch alles abgesucht. Ich gucke nochmal nach. Kleiner Blick. Irgendwas verpasst da hinten. Der Scheiß ist an. Irgendwie muss ich hier durch diese Dreckstür kommen. Ich muss jetzt aber bitte nicht nach ganz oben wieder, oder? So, ihr beiden Dudes seid tot. Gegenschießen! Hey! Wer hätte das erwartet? I for fucking sure not. Ah, leck mich. Finde ich... Nein, nein. Hör auf! Wusa, Bedenken. Dieses Spiel ist alt. Ich habe 3 HP. Because of fucking retard. Scheiße. Alles, was ich brauche, ist verkacktes Medikit. Schön, wie ich treffe. Oh, hell no. Oh ja. Das wird lustig. Mein Gott. Was? Hier hinten. Hier. Oh. Oh, dude. Eine Schrotladung in dein dreckiges Mutantenfresschen. Okay. Speichern. 3 HP.
Okay, dude, what the fuck? Nice. Ich bin stolz auf diese Steuerung. Das gefällt mir. Hi. Fuck that. Komm her. Das ist ein Problem. Egal was mich jetzt trifft, es tötet mich. Mich kann eine scheiß Headcrab anspringen. Ich bin tot. Ich kann nicht sagen, dass mir das gefällt. Ich würde sogar eher sagen, das stinkt mir. Aber hey! Ich musste durch kackelektrisches Wasser. Oder weil ich zu dumm war? Oder weil es gewollt war, was nicht besser ist. Ja, das war Angst. Das geht schief, wenn ich das nach freiem Belieben mache, oder? 100 pro, komm. So nett ist das Spiel nicht. Und immer noch kein Health Pack. Ich... Werde ich jetzt sterben? Sehr wahrscheinlich. Und so begann die große Reise des Trial and Errors, bis wir oben ankommen. Fuck, dude. Weil echt... Oh, 3 Granaten habe ich. End my fucking suffering. Angst. Angst. Nee. Nee. Nein. Also, sorry. Ah, diese Granate hätte mich nicht treffen sollen. Verkackt, indem sie mich gehört haben, richtig? Letzte Granate, Dude!
Ah, Lade. Lächerlich. Aber hey. Oh. Danke. Bye, motherfuckers. Ich werde jetzt sterben, oder? Nein. Wenn ich jetzt einmal Schaden gekriegt hätte, ne? Ultra mad. Weil ich kein Leben holen kann. Nirgendwo. Drei HP. Ich will es nur gesagt haben, ne? Mach das mal nach. Mach das mal nach, ja? Kann auch nicht jeder. Ja, Dude, hast du überlebt? Natürlich nicht. Oh, fuck yeah. Jetzt noch nicht sterben. Erstmal speichern. Natürlich ist da eine Leiter. Kennt man doch. Wo Löcher entstehen, entstehen bekanntlich auch leicht Leitern. Ha! Mit dem Trick habt ihr nicht verrechnet, wa? Oh. Oh. Hm. Oh. Es ist eklig hier. Soll ich das mal kurz anmerken? Der Typ hat hier drin geschissen. Oder was weiß ich. Gelebt oder so. Es klingt, als würdest du eine Toilette runterspülen, ja? Ja, sweet heaven. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Ja. Nein. Das muss ich jetzt nicht machen, oder? Nee, muss ich nicht. Das ist die falsche Seite, Gordon. Eins für Enthusiasmus, sechs für Ausführung. Verhindert das Schaden? Junge, du bewegst dich hier nicht auf Eis. Du hast doch eigentlich einen Hazard-Suit, damit sowas nicht passiert, oder nicht? Damit du dich auf allen Oberflächen gut bewegen kannst, unter anderem. Oder habe ich da was falsch? Oh, da ist gar kein Loch. That's what she said. Ich weiß nicht, was das macht. Schaffe ich den Sprung? Ich glaube nicht. Verstörende Geräusche. Ich wette, die haben sie auf dem Klo aufgenommen. Schön! Ja, ja, halt die Fresse. Das habe ich selbst mitbekommen. Boom. Tot. Schön. Kann ich das überleben? Nein, kann ich nicht. Sagst du, weil ich sterbe. Was willst du tun? Also,
Es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Wie geil ist das denn? Ich sag euch, wie geil. Gar nicht. Einfach gar nicht. Gut. Das gefällt mir schon besser. Ich probiere es jetzt einfach mal. Diesen Jump darüber mit Bücken. Bücken an der Oder. Kennt man. Ich weiß nicht, was du machst. Das bringt absolut gar nichts. Ich bring mich um. Das dauert länger als erwartet, das Umbringen hier. Wer ist damit? Danke. Das bringt... Das ist... Oi, oi, oi. Oh. Schön, danke Leertaste. MVP. Aber hey. Okay. Eigene Unfähigkeit mit den Leitern. Das ist, ich werde das niemals lernen. Counter-Strike nicht, hier nicht, niemals. So, Versuch Nummer 30. Oh, fuck! Ich... Willst du mir jetzt sagen, ich muss von dort oben da drauf springen, kriege, ob ich will oder nicht, Fallschaden, durch den ich den nächsten Fall nicht überlebe? Danke sehr. Du bist ein... ausgesprochen wichtiges Mitglied unserer Vereinigung. Ach, fuck you. Ich schwöre bei Gott, ne? Wenn die Source-Version nicht mindestens 10-mal bessere Steuerung hat. Dieses scheiß Slime. Ich lass jetzt los. Er bewegt sich noch. Und das ist mein Problem mit dieser Steuerung. Wenn ich W loslasse... Soll er anhalten? Ich will nicht noch ein paar Zentimeter predikten müssen. Was bringt das? Ich weiß es nicht. Okay, mehr Leben als gerade eben. Das hat sich gereimt. Bitte überlebt das. Nein! Nein, tut er nicht. Macht er einfach nicht. Machen wir es halt so. Auf die Skyrim-Art. Weißt du, was ich meine? Die fucking Skyrim-Art. Oh. Speichern. Das wollte ich nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Kannst du ja auch nicht irgendwie vorher mal kurz warten, bevor du es sofort ausrüstest. Oh, ganz viele Papiertaschentücher. Ich wette, die waren sehr, sehr wichtig hier. Warum ist hier so viel Militärgerät? Ich finde das nicht sehr beruhigend, dass hier so viel Militärzeug ist. Das würde mir hier als arbeitender Wissenschaftler auch ein bisschen Gedanken machen. Ah, fuck. Der G-Man. Ich verpiss mich. Nicht hierher.
Nicht auf den Typen, der auf dich schießt oder so. Nein. Mach das bloß nicht. Lohnt sich nicht. Leck mich fett. Da lang. Schnauze. Alle beide. Shit, dude. How about fucking man? Lass mich durch. Ich hatte ein echt beschissenes Erlebnis hierher. Ja? Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr alle einfach die Scheißgosch halten könntet. Und mich durchlasst. Was geht? Soll ich dir helfen? You can get the power on. That train will take us straight to the surface. Ass. I would try it myself, but it's a long way down the generator room. And there are things in the way. Geh weg! Geh weg! Mann! Weggehen sollst du, ich will doch nur aus dem Fenster gucken! Das Arschloch, du. Das bringt absolut gar nichts, wenn ich gegen den schieße, oder? Gefällt mir nicht. Geh weg! Ich bin schon wieder fast tot. Also, fuck it. Aber nur. Fuck it. Das hätte ich wirklich schon machen sollen, oder? Schön. Und was nun? Cool. Komm her. Ich will was verprügeln. Wunderschön. Endlich mal wieder voller HP zu haben. Wow. Ja. Ich würde sagen, das war nicht sehr schlau. Ich werde sterben. Oh. Nein. Boah, könntest du bitte nicht... Stärkste Waffe hingehen bisher, ey. Schrotflinte braucht keiner. Schaut mal, whatever. So, 13.528 mal so stark. Weißt du? Das ist unfreundlich. Arschloch. Arschloch. Die sind allesamt übel unfreundlich. Merkst du? Okay, kann ich nichts machen. Bisschen Munition. Endlich mal wieder auch für diese Waffe. Halt die Fresse. Komm, geh weg. Aber das war mal wieder ungefähr eine Stunde. Mit sehr vielen Toten. Halt die Schnauze. So. Ja, das war mal wieder eine Folge mit sehr, sehr vielen Toten.
Hundertprozentig habe ich was falsch gemacht. Das kann einfach nicht sein, dass erwartet wird, da so viel Schaden zu kriegen. Das geht doch nicht. Niemals, oder? Egal. Nichts von dem, was ich erzählen wollte, habe ich geschafft zu erzählen. Sehr gut. Ich glaube, ich mache mir irgendein ganz, ganz ruhiges Projekt und einfach nur zum Labern. Das nenne ich dann auch einfach nur Laberprojekt. Das ist dann immer irgendein Spiel, das schön ruhig ist, wo ich einfach nur reden kann. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.